So, heute oder in diesem Video will ich kurz über das Ausleihen bei der Subtraktion reden oder auch dieses Entbündeln. Und zwar nicht so sehr, wie du es machst, das haben wir ja schon in den anderen Videos besprochen, sondern warum es funktioniert. Und wenn du dir merkst, warum das funktioniert, dann fällt es dir vielleicht und hoffentlich viel, viel einfacher in Zukunft einfach diese Rechnungen, diese Aufgaben zu rechnen. Und dazu möchte ich auch gleich schon das erste Beispiel mit dir rechnen. Und zwar fangen wir an mit der 1005 minus 616. So, und anstatt jetzt unsere klassischen Fragen zu stellen, was ist hier größer und so weiter, und dieses Ausleihen möchte ich auf der rechten Seite einfach so eine Art erweiterte Schreibweise aufführen. Und zwar kann ich diese 1005 auch aufsplitten in 1000 plus 0,100er plus 0,10er plus 5. Und die 616 kann ich aufsplitten in 600 und 10 und 6. Und da die abgezogen wird, setze ich vorher überall noch ein Minus. Also minus 600, minus 10, minus 60. Also wenn du dir anschaust, 1000 plus 0 plus 0 plus 5 ist immer noch 1005 und 600 minus 10 oder minus 600 minus 10 minus 6 ist immer noch minus 616. Haben wir also überhaupt nichts verändert von den Werten. Und jetzt kann ich hier meine Zahlen abziehen und auch meine Fragen stellen. Und zwar die Fragen, ist denn 5 mindestens so groß wie die 6? Und das ist nicht der Fall. Das heißt, ich muss hier irgendwas ausleihen. Und ich müsste eigentlich von der 0 was ausleihen. In der 0 habe ich aber einfach nichts mehr zum Ausleihen. Ich muss also zur nächsten Stelle gehen. Und hier ist auch eine 0. Das heißt, ich muss bis zur Tausender gehen. Und was ich machen kann, ist, kann hier die 1000 nehmen und quasi die 1000 quasi hier verteilen. Und zwar braucht die 5 auf jeden Fall mal 10. Das heißt, ich nehme einmal 10 von der 1000, addiere die mit der 5 und da kommt hier 15 raus. So, und was bleibt dann noch übrig, wenn ich 10 von der 1000 abziehe? Genau, 990 und die 900. Jetzt habe ich irgendwas auf der Zunge. Die 990 kann ich genauso wie wir vorhin die 1005 aufgeteilt haben, auch aufschreiben in 90 und 900 und kann sie dann hier oben wieder wegstreichen. Und so, jetzt kann ich nochmal testen, ob hier jede Zahl auch wirklich größer ist. 15 ist größer oder mindestens genauso groß wie die 6, die 90 größer wie die 10 und die 600 wie die. Die 900, Entschuldigung, wie die 600. Und jetzt kann ich die Zahlen abziehen. Also 15 minus 6 ist 9, 90 minus 10 ist 80 und 900 minus 600 ist 300. Und wenn ich das alles schön zusammenzähle, kommt am Ende 389 als Ergebnis raus. Und das können wir jetzt nochmal vergleichen mit der Art und Weise, wie wir das vorher schon gerechnet haben. Also die 5 hatten wir uns immer gefragt, ist die 5 mindestens so groß wie die 6? Nein, wir müssen uns also von der 0 was ausleihen. Also die 5 wird zur 15, da kommt eine 1 dazu. Von der 0 kann ich mir nichts ausleihen. Von dieser 0 auch nicht, also muss ich mir quasi von der 100 eine ausleihen und dann bleibt 99 übrig. Und jetzt kann ich die Zahlen subtrahieren, also 15 minus 9 ist 9, 9 minus 1 ist 8 und 9 minus 6 ist 3. Kommt also das Gleiche bei raus. Du wirst jetzt vielleicht sagen, oh, das geht aber viel schneller. Das ist viel leichter. Vielleicht kommt es dir aber auch ein bisschen wie schwarze Magie vor, hier, was ich hier aus der 100 gemacht habe und wie die 99 daherkommt. Und genau deshalb haben wir es hier ein bisschen ausführlicher gerechnet, dass du verstehst, was eigentlich da im Hintergrund passiert. Lass uns einfach nochmal ein anderes Beispiel machen, in dem du sehen kannst,
warum dieses Ausleihen und dieses Entbündeln funktioniert und nicht nur, wie du es rechnest. So, ich ziehe mal unseren Strich weiter runter und verlängere den etwas. Dann kann ich wieder unsere normale Schreibweise wählen. Nächste Übung, die wir rechnen wollen, ist 732 minus 23. Und die Übung vorher war tatsächlich auch mit einer der verwirrendsten, die man sich für den Einstieg so raussuchen kann. Also Entschuldigung dafür, jetzt wird es auf jeden Fall wieder leichter. 732 kann ich auch in meiner erweiterten Schreibweise schreiben als 700 plus 30 plus 2. Und die 23, also minus 23, kann ich schreiben als minus 20 und minus 3. So, jetzt frage ich mich doch, ist die 2 mindestens so groß wie die 3? Nein, ich muss mir also 10 von der 30 ausleihen. Also von der 30 gehen 10 hier rüber, habe ich hier noch 2 plus 10 sind 12. Und aus der 30 werden 20. Und jetzt schau nochmal genau hin. Also ich habe ja auch an den Werten hier nichts verändert. 700 plus 20 ist 720 plus 12 ist 732. Wir haben also immer noch unsere 732 wie in der ursprünglichen Aufgabe. Wir haben also nichts verändert. Wir haben es nur umgeschrieben und umgruppiert oder entbündelt, sagt man dazu auch, als wir diese Zahlen ausgeliehen haben. So, jetzt schauen wir nochmal. 12 ist größer als 3. 20 ist mindestens so groß wie 20. Funktioniert auch. Und die 700 sowieso, weil da steht ja nichts drunter. Und jetzt können wir schon unsere Zahlen abziehen. Also 12 minus 3 ist 9. 20 minus 20 ist 0. Und 700 minus nichts ist 700. So, und diese Zahlen zusammengezählt ist als Ergebnis 709. In der traditionellen Art und Weise hätten wir im Vergleich dazu einfach gesagt, okay, 2 ist nicht größer als 3, kommt also die 1 dazu, wird zu 12, muss ich mir bei der 3 1 ausleihen, die 3 wird zu 2, ist die 2 mindestens so groß wie die 2? Ja, passt, und die 7 sowieso, zählen wir zusammen, 12 minus 3 ist 9, 2 minus 2 ist 0 und 7 minus nichts ist 7. Gleiche Ergebnis, wunderbar. Du siehst also, es ist tatsächlich viel schneller, aber es ist ganz wichtig, dass du tatsächlich auch verstehst, was da im Hintergrund passiert. Wenn du in irgendeiner Schulaufgabe oder vor allem in einem Test mal sowas rechnen musst, dann rechne es auf jeden Fall immer so, das geht schneller. Achte einfach nur darauf, dass du die Zahlen sauber rechnest und die Methode gut kannst. Aber es ist gut, wenn du einfach verstehst, was im Hintergrund passiert und vor allem, warum das funktioniert. Dann hast du langfristig es einfach immer viel, viel leichter in der Mathematik. Okay, letzte Beispielaufgabe. 512 minus 38. Schreiben wir auch wieder erweitert. Die 512 sind 500 plus 10 plus 2 und die 38 kann ich auch schreiben als minus 30 und minus 8. So, die 2 ist nicht größer als die 8, das heißt, ich muss mir hier die 10 ausleihen, bleibt hier 0 übrig und die 10 kommt zu 2 dazu, wird also hier zur 12. Die 0 ist auch nicht größer wie die 30, das heißt, da muss ich mir von der 500 was ausleihen, und zwar eine 100. Dann nehme ich mir doch hier eine 100 weg, bleiben hier 400 übrig. 400, so. Und hier kommen 100 dazu. Und jetzt kann ich schön subtrahieren. Also 12 minus 8 ist 4 und 100 minus 30 ist 70 und 400 minus nichts ist 400. Wird also insgesamt dann zur 474. Und hier drüben passiert es genauso. Nochmal die klassische Art und Weise. 2 ist nicht mindestens so groß wie die 8. Das heißt, wir machen hier die 12 draus, leihen uns von der 1 aus
1, von der 1, 1 aus, oh, ein kleiner Zungenbrecher für mich, von der 1, 1 aus wird zur 0. Die 0 ist nicht so groß oder nicht mindestens so groß wie die 3, das heißt, die 0 wird zur, mal eine andere Farbe nehmen, zur 10. Und von der 5 leihen wir uns dafür 1 aus, die wird zur 4. Und jetzt können wir subtrahieren, 12 minus 8 ist 4, 10 minus 3 ist 7 und 4 minus nichts ist 4. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.